Und jetzt kommen wir zu einem Geburtstagskind, jemand, der heute seinen Geburtstag feiert und gleich mit uns reden wird und der in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden ist. Im Schmunzeln sieht man ihn weniger, er ist immer so ein bisschen zurückhaltend, aber ich meine doch ein ganz netter Kerl. Eher etwas zurückhaltend, aber doch ein ganz netter Kerl, hat der Mann gerade gesagt und meinte Friedhelm Funkel, der auf Fuerteventura ist an seinem 70. Geburtstag und uns zugeschaltet. Friedhelm, ich grüße dich. Ja, ganz liebe Grüße zurück und mir geht's sehr, sehr gut hier auf Fuerteventura. Hier ist es etwas gemütlicher als bei euch. Ich vermute, ja, erstens das und zweitens vermute ich, war es kein so ganz stressiger Geburtstag, wenn dann wirklich nur die allerengsten Leute wahrscheinlich dabei sind. Ja, das war stressig war es nicht, aber es war wunderschön, weil doch viele Freunde eingeflogen sind. Und die auch schon seit einer Woche ungefähr hier sind. Und wir haben gestern Abend und heute wirklich super, super schön gefeiert. Bei 24 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel. Das eine oder andere Bierchen natürlich schon getrunken. Und ja, uns geht's einfach gut. Hast du dir denn den Geburtstag etwas getrübt mit dem torlosen Unentschieden von Köln gegen Mainz? Oder hast du das heute mal außen vor gelassen? Nein, das kann ich ja nicht vorlassen. Das kann ich nicht außen vor lassen. Okay. Der erste FC Köln, natürlich haben wir immer darauf geguckt, wie steht's und so weiter. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich immer gehofft, dass der FC noch ein Tor macht. Das ist ihnen leider nicht gelungen. So werden sie natürlich weiterhin tief im Abschiedskampf stecken. Aber meine Überzeugung ist, dass sie das aber schaffen werden, nach 34 Spielen in der ersten Liga zu bleiben. Wir wollen jetzt mal ein paar Bilder aus deiner Trainerkarriere sehen. Da ist ja doch einiges passiert. Insgesamt warst du, glaube ich, 34 Jahre Trainer, wenn man alles zusammennimmt. Und wir schauen mal auf ein paar Stationen. Ich will in keinem Büro sitzen, sondern ich will auf dem Fußballplatz sein. Ich will mich nass regnen lassen, nass schneien lassen, den Wind um die Nase wehen lassen. Einfach alles auf dem Fußballplatz genießen. Seit 1973 ist Funkel im Profifußball tätig. Die längste Zeit davon in Uerdingen. Erst als Spieler, später als Trainer. Der Pokalsieg 1985 sein größter Erfolg. Ja, wie Rübezahl. Guck dir das mal an da. Meine Güte, siehst von meinem Gesicht überhaupt gar nichts. Im deutschen Fußball hält der einstige Vollbartträger einen einsamen Rekord. Über 1100 Spiele in der ersten und zweiten Liga. Als Spieler und Übungsleiter. Funkel ist Rekordaufstiegstrainer, steht sogar zweimal im Pokalfinale. Trophäen hat es für all das aber nie gegeben. Für ihn gibt es Wichtigeres. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich authentisch geblieben bin, dass ich Fehler zugeben kann, ddass ich auch Fehler mache als Trainer. Das ist ja völlig normal, das muss man dann den Spielern gegenüber auch zugeben. Aber ich bin immer authentisch geblieben. Friedhelm, als ich mir das nochmal angeguckt habe, kam mir so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass du eigentlich bei deinen letzten Trainerstationen ein bisschen belohnt worden bist für die vielen, vielen Jahre gute Arbeit. Du warst ja zwischenzeitlich immer so ein klassischer Feuerwehrmann, der geholt worden ist, wo man auch nicht eine lange Bindung zum Verein eigentlich unterstellt hat, sondern einfach dachte, der wird immer geholt, wenn Not am Mann ist. Und man hat das Gefühl gehabt, am Schluss in Düsseldorf und Köln hast du ganz viel Zuneigung auch zurückbekommen für deine Leistung als Trainer. Ja, das stimmt. Ich war bei dem einen oder anderen Verein auch mal etwas länger, aber du hast recht, einige Stationen waren doch relativ kurz und die Zuneigung ist in der Tat in Düsseldorf in ganz großem Maße gekommen. Die 4 Jahre, die ich bei der Fortuna war, mit dem Klassenerhalt, mit dem Aufstieg, mit dem guten Jahr im ersten Jahr in der Bundesliga und dann natürlich Vor 3 Jahren ist es, oder 2,5 Jahren ist es her, beim ersten FC Köln, wo wir es alle zusammen geschafft haben, die Liga zu erhalten. Und das haben die Menschen in Köln bis heute nicht vergessen. Und da ist die Zuneigung natürlich auch sehr, sehr groß. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ein schönes Gefühl. Es ist jetzt alles sehr kompliziert, aber ich kann euch verraten, dass ihr, wenn ihr jetzt ganz geschickt klickt, dass ihr sowohl die ganze Zeigler-Sendung in der ARD Mediathek sehen könnt, aber auch Videos, die euch möglicherweise auch gefallen könnten. Müsst ihr euch entscheiden.